Okay, wir schauen uns jetzt mal an, wie man von einem gemeinen Bruch auf den Typ der Dezimalbruchentwicklung schließen kann. Insbesondere, wie man von der Primfaktorzerlegung des Nenners eines gekürzten gemeinen Bruchs auf die Dezimalbruchentwicklung schließen kann. So, und zwar schauen wir uns erstmal an Fälle, in denen die Dezimalbruchentwicklung endlich ist. Ne? Also beispielsweise nehmen wir mal ein Halb. Ne? Bei 1,5 ist es ja 0,5 und nehmen wir mal 1/40. Ja, 1/40. Gucken wir, was ist 1/40? Geben wir es mal ein. 1 durch 40 ist gleich 0,025. Genau, ist klar, ne? 0,025. Ein Viertel ist ja 0,25 und ein Viertel dementsprechend um ein Zehntel kleiner. So, wir haben also folgende allgemeine Form. Z durch N, ja, Zähler durch Nenner, Zähler durch Nenner. Und wir haben gesagt, beide sind gekürzt, ne, das ist eine Voraussetzung. Beide sind gekürzt. Das ist gleich im allgemeinen Fall jetzt 0, D1, D2, Punkt, Punkt, Punkt bis D. K. Wir haben also K Nachkommastellen, in den Fällen, in denen wir eine endliche Dezimalbruchentwicklung haben. So. Und auch klar ist, der Anteil hier vor dem Komma ist wurscht, ne, den kann man einfach rausnehmen. Es geht ja nur um die Stellen hinter dem Komma. Das heißt, Z durch N, das kann ruhig kleiner sein als 1. Und gekürzt, das ist ganz entscheidend auch. So. Angenommen, wir wollen jetzt aus diesem endlichen Dezimalbruch eine ganze Zahl machen. Ja? Wie können wir das machen? Wir können doch das hier rechts, die rechte Seite, mit 10 hoch k multiplizieren. Ne? Also, wenn wir drei Stellen haben, mit 10 hoch 3 multiplizieren mit 1000. Oder wenn wir fünf Stellen haben, mit 10 hoch 5 multiplizieren und 10 hoch 5 ist 100.000. So. Okay, die linke Seite natürlich auch. Das heißt, wir wissen dann, z durch n mal 10 hoch k ist gleich d1, d2, Punkt, 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 dk. Ja, wir haben jetzt hier mit 10 multipliziert, dann rutscht die d1 vors Komma, nochmal mit 10, dann rutscht die d2 mit vors Komma, nochmal mal 10, dann rutscht und so weiter das nächste d vors Komma und mit dem Karten mal 10 rutscht es dk vors Komma. Ne? Wenn wir also mit 10 hoch k multipliziert, dann haben wir rechts eine ganze Zahl und hier links steht z durch n mal 10 hoch k. So, wenn hier rechts eine ganze Zahl steht, muss hier links auch eine ganze Zahl stehen. Und wenn hier links eine ganze Zahl steht, bedeutet das, die 10 hoch k und n, ne, n 10 hoch k muss durch n teilbar sein. Ich muss 10, die n hier unten, das n, muss ich gegen 10 hoch k kürzen können. Es muss wegfallen, damit hier links eine ganze Zahl steht. Ja, z durch n war ja schon gekürzt. So, das heißt, durch das 10 hoch k muss das n hier unten im Nenner wegfallen. Wann fällt das weg? Schauen wir uns nochmal genauer an. Wir können es mal umschreiben durch z mal 2 hoch k mal 5 hoch k, ja, 10 hoch k ist dasselbe wie 2 hoch k mal 5 hoch k, durch n ist gleich d1, d2 und so weiter, dk. So. Hier links entsteht dann eine ganze Zahl, wenn n nur aus den Primfaktoren besteht, 2 und 5. Ja, wenn n also gleich ist irgendwas 2 hoch x, 5 hoch y. Und entscheidend ist, es muss ja gekürzt werden können. Das heißt, wenn der Nenner wegfallen soll, dann muss das x kleiner gleich k sein und das y kleiner gleich k. Im Umkehrschluss bedeutet das, die können ja unterschiedlich groß sein hier, ne? Die x und y, ich muss den größeren von beiden nehmen, das größere von beiden Max von x und y nehmen. Und das ist mein k, die Anzahl
der Nachkommastellen. Ne? Hier habe ich ja die Anzahl der Nachkommastellen ist k. Ich nehme mir, guck mir also mein n an. Schau mir an, ist es in der Form 2 hoch x, 5 hoch y. Ich nehme den größeren von beiden x oder y, multipliziere die ganze linke Seite mit 10 hoch diesem größeren von beiden, ne? Also dem k, und dann kriege ich eine ganze Zahl. Dementsprechend ist das k die Anzahl der Nachkommastellen. Ich zeige es mal hier links. Ein Vierzigstel ist 0,025. Ein Vierzigstel, nehmen wir mal das Beispiel, ist dasselbe wie 1 durch 8 mal 5. Also 2 hoch 3 mal 5 hoch 1. Ich nehme mir den größeren der beiden Exponenten hier. Das ist die 3. Ich müsste also den gesamten Bruch mit 10 hoch 3 multiplizieren, damit es eine ganze Zahl wird. Das bedeutet, die Dezimalbruchentwicklung von ein Vierzigstel hat 3 Nachkommastellen. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Ne? Guckt mal hier, hat 3 Nachkommastellen. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal 1 durch, mal überlegen. Nehmen wir mal ein 200stel. Ein 200stel, was ergibt es? Ne, komm, gib mal schnell den Taschenrechner ein. Ein 200stel ist gleich 0,005, ist klar, ne? Ist gleich 0,005. Woher weiß man, dass die Dezimalbruchentwicklung 3 Nachkommastellen hat? Wir gucken uns mal die Primfaktorzerlegung von 200 an. Die 200 ist ja 8 mal 25, also 2 hoch 3 mal 5 Quadrat. Ich nehme wieder den größeren der beiden Exponenten hier. Damit der Bruch ganzzahlig wird, muss ich mit 10 hoch 3 multiplizieren. Also müssen die Nachkommastellen 3 sein. Okay, also das wär der Fall für die abbrechenden Brüche, ne? Die abbrechenden Dezimalbruchentwicklungen. Wenn n nur die Primfaktorzerlegung 2 hoch x, 5 hoch y hat, dann nehme ich mir das größere von beiden, x oder y, und weiß, wie viele Nachkommastellen die endliche Dezimalbruchentwicklung hat. So, jetzt gucken wir uns mal die unendliche Dezimalbruchentwicklung an. Nehmen wir mal zum Beispiel ein Drittel, ne? Ein Drittel ist gleich 0,333333. Und nehmen wir mal ein Elftel. Gucken wir, was war nochmal ein Elftel? 0,090909. Und eins nehmen wir noch ein Siebtel. Das ist eine ganz spannende Zahl. Ein Siebtel ist gleich 0,142857. 142857. 0,142857. 142857 und so weiter. Ne? Und jetzt ist die Frage, woran erkenne ich denn jetzt hier, dass hier die Periodenlänge 1 ist, da die Periodenlänge 2 und hier die Periodenlänge 6? Woran kann ich das denn sehen? Wie kann ich das ermitteln? Und woran sehe ich überhaupt jetzt letztlich, dass hier eine periodische Dezimalbruchentwicklung entsteht? Ne? Okay. Gucken wir uns mal wieder den Allgemeinfall an. Z durch n, unser gekürzter Bruch kleiner 1, ist in diesem Fall 0, jetzt nennen wir es mal anders, E1, E2 bis EP. Und jetzt geht es wieder weiter mit E1, E2 bis EP. E1, E2 bis EP und so weiter, ne? Wir haben hier eine Periode der Periodenlänge P. Also P-Nachkommastellen wiederholen sich immer wieder. So. Was kann ich machen? Ich kann jetzt mal, ähnlich wie hier oben, mal den ersten Teil hier, der sich wiederholt, ne, den kann ich mal nach vorne holen. Mal 10 hoch P muss ich dann nehmen. Das heißt, jetzt habe ich hier z Entel mal 10 hoch p ist gleich E1, E2 bis EP, E1, E2 bis EP, E1, E2 bis EP, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Hier geht es immer weiter.
Ich habe jetzt mal eine Periode hier nach vorne geholt. So. Das heißt aber, die rechte Seite kann ich jetzt auch schreiben als E1, E2 bis EP. Den ganzen Anteil hole ich mal raus. Plus 0, E1, E2, EP Periode. Ne? So. Ich habe jetzt einfach nur den ganzen Anteil hier nach draußen gezogen und addiere noch die Nachkommastellen dazu. Was habe ich jetzt hier rechts stehen? Das hier ist ja nichts anderes als mein Z durch N. Ne? Z durch N ist ja 0, E1, E2 bis EP, E1, 2 bis EP. Ich habe jetzt zwar beide Seiten mit 10 hoch P multipliziert, dadurch habe ich eine Periode nach vorne geholt, aber hinten addiere ich wieder 0, E1, E2 bis EP. Das hier ist mein Z durch N. Das heißt, ich habe jetzt hier stehen Z durch N mal 10 hoch P ist gleich E1, E2 bis EP plus Z durch N. Das kann ich jetzt auf die andere Seite holen, minus z durch n. Dann steht hier links z durch n mal 10 hoch p minus z durch n ist gleich E1, E2 bis EP. So. Das wiederum bedeutet aber, dass das hier eine ganze Zahl ist. Also muss auch das hier links eine ganze Zahl sein. Ich klammer mal z durch n aus, dann steht ja z durch n mal 10 hoch p minus 1 ist gleich e1, e2 bis ep. Das ist jetzt eine ganze Zahl, also muss auch das eine ganze Zahl sein. Wenn das hier eine ganze Zahl ist, bedeutet das, ich muss n und 10 hoch p minus 1 gegeneinander kürzen können. N muss wegfallen beim Kürzen gegen 10 hoch p minus 1. Das heißt, 10 hoch p minus 1 muss durch n teilbar sein. N muss ein Teiler sein davon. Was ist denn 10 hoch p minus 1? Ne? Gucken wir mal. 10 hoch 1 minus 1, das ist gleich 9. 10 hoch 2 minus 1, das ist 100, minus 1 ist 99. 10 hoch 3 minus 1 ist 999. 10 hoch p minus 1 ist nichts anderes als hier p Neuner hintereinander. Ne? 10 hoch p ist eine 1 mit p Nullen und dann ziehe ich 1 ab, dann bin ich bei p Neunern. Okay. Wenn ich wissen will, wie lange die Periodenlänge ist, muss ich eine Neunerzahl, also kein Neunerzahl, sondern eine Zahl, die aus lauter Neun besteht, finden. 9, 99, 999 und so weiter, die durch n teilbar ist. Gucken wir mal. Welche dieser Zahlen hier ist durch 3 teilbar? Gleich die 9. 9 ist durch 3 teilbar, also ist die Periodenlänge 1. Bei der 11 ist es so, 99 ist durch 11 teilbar. 9 nicht. 9 ist nicht durch 11 teilbar. 99 ist die erste dieser Zahlen, die durch 11 teilbar ist, ist also die Periodenlänge 2. Jetzt gucken wir uns die 7 an. Schauen wir mal, also 9 ist nicht durch 7 teilbar, das wissen wir, ne? 99 ist auch nicht durch 7 teilbar. Gucken wir mal. Okay. Wie sieht es denn mit 999 aus? Ist das durch 7 teilbar? Nee. 9.999, ist das durch 7 teilbar? Nee. 99.999, ist das durch 7 teilbar? Auch nicht. Okay, aufgepasst. 999.999, ist das durch 7 teilbar? Ja. So, 999.999 ist durch 7 teilbar. Das waren 6 Neuner, also ist die Periodenlänge 6. Tatsache. Und jetzt kommt noch der letzte Fall, der gemischte. Da kommt letztlich beides zusammen. Also gucken wir uns mal an. 1/24. Das ist dasselbe wie 1 durch 2 hoch 3 mal 3, also 8 mal 3, ne? Und der Bruch sieht wie aus. 1/24 ist gleich 0,416, 0,041 66666.
Also 0,041 und dann Periode 6. Was macht man? Man kümmert sich zunächst mal um die Vorperiode. Ja? Die holt man erstmal nach vorne mit. Ihr könnt es euch wieder denken. In diesem Fall, konkreten Fall, wäre das ja 10 hoch 3. Ne? Ich muss erstmal denjenigen Anteil rausziehen, den vorderen, der nicht periodisch ist. Und es funktioniert genauso wie bei den endlichen Abrechnern. Ich gucke mir hier an, 2 hoch x, 5 hoch y in der Primfaktorzerlegung, suche mir den größeren von beiden, x oder y. Ja? In diesem Fall habe ich hier 2 hoch 3 mal 5 hoch 0. 5 steckt ja nicht drin, also 5 hoch 0 mal 3. Ja? Also ist 3 der größere von beiden, also ist die Vorperiodenlänge 3. Und jetzt muss ich von dem Rest der Primfaktorzerlegung diejenige Zahl suchen, 9,9,9,9,9,9, lauter Neuner, ne? 10 hoch p minus 1 suchen, die durch diesen Rest teilbar ist. Also ich nehme alle Zweier und Fünfer aus der Primfaktorzerlegung raus und nehme den Rest und suche diejenige Neunerzahl, also Neunerzahl ist ein falscher Begriff, diejenige Zahl dieser Form hier oben, ne? Die durch den Rest teilbar ist. Das ist hier nur die 3 ist der Rest, 9 ist durch 3 teilbar, also ist die Periodenlänge 1. So, machen wir noch ein Beispiel. Hier mal ein krasses Beispiel. Gucken wir uns mal an. 2 hoch 3 mal 5 hoch 4 mal 11. Ja, gucken wir mal, was das ist. Was ist das überhaupt, ne? 2 hoch 3, 2 hoch 3. Gut, rechnen wir mal. Das ist 8, das wissen wir, ne? 8. 5 hoch 4 ist 25 mal 25, das können wir mal rechnen, 25 mal 25. Dann sehen wir das Ganze noch mit 11 mal, dann sind wir bei 55.000. Was ist eigentlich 1 durch 55.000? Was muss rauskommen? Was müsste für ein Bruch rauskommen? Und zwar muss einer rauskommen mit Vorperiodenlänge 4 und Periodenlänge 2, weil die 99 durch die 11 teilbar ist, ne? Gucken wir mal. Oh, was bedeutet das jetzt? 1,81818181 mal 10 hoch minus 5. Also 1,81811 mal 10 hoch minus 5. Das ist das gleiche wie, na, ich muss das jetzt 5 Stellen nach rechts verschieben, also 0,00001818181 und so weiter. Vorperiodenlänge 4. Haben wir vorhergesagt und Periodenlänge 2 haben wir auch vorhergesagt.